Entschuldigung, ich bin spät dran. Ist das da der Mamuljah, der die Prinzessin entführt hat? Noch kein konkreter Beweis also. Dann sollten wir uns wohl an seine Fersen heften und sehen, ob er uns nicht direkt zu den Entführern bringt. Außer er nimmt ein Boot. Dann wird das schwierig. Verdammt! Wir sind zu spät! Wenn ich alleine gehe, könnte ich sie den Fluss entlang verfolgen. Ja, bitte! Geh! Das wird uns Zeit kosten und uns im Rennen um den Thron zurückfallen lassen. Ich will nicht auf einem Thron sitzen, an dem das Blut meiner Schwester klebt! Bitte geh! Gut. Ich sage sofort Bescheid, wenn ich sie finde. Gönn dir eine Verschnaufpause bis dahin. Es kann gut sein, dass wir Wuklamat freikämpfen müssen. Der Mamuljah von eben sah aus wie einer von Bakul Jajas Schergen. Vielleicht hatte er die ganze Zeit schon geplant, Lamachi zu entführen und ihre Steine zu stehlen. Dass er sich dabei nicht selbst die Hände schmutzig macht, sieht ihm ähnlich. Aber es muss eine Falle oder ein Hinterhalt gewesen sein. Andernfalls hätte Lamachi mit diesem Diebespack kurzen Prozess gemacht. Wenn ich doch nur bei ihr gewesen wäre. Halte durch, Lamachi! Ja, ich weiß doch, aber wie zum... Ach, entschuldige. Du kannst ja nichts dafür. Es geht mir immer so, wenn ich mir Sorgen um sie mache. Mein sonst so kühler Kopf ist dann einfach dahin. Sie ist mir einfach so schrecklich wichtig. Heutzutage leben die Mikotte in Tural, so wie es ihnen beliebt. Aber meine leiblichen Eltern folgten noch den alten Traditionen. Sie treiben ihre Ronek von Steppe zu Steppe, dem Wechsel der Jahreszeiten folgend. Und irgendwo auf dieser Reise haben sie mich dann ausgesetzt. Allein. Ohne Wort oder Weisung. Ein Pelu-Pelu fand mich. Und allein ihm verdanke ich mein Leben. Er lehrte mich das Handeln, damit ich für mich selbst sorgen konnte. So lebte ich als Straßenhändler in Tuliolal, bis ich Gulul Jaja ins Auge fiel und er mich adoptierte. Irgendwann kam dann Lamachi in den Palast. Auch sie wurde von ihren Eltern aus unbekannten Gründen zurückgelassen. Sie war erfüllt von einem Schmerz, mit dem ich nur zu gut vertraut war. Ich wollte nicht, dass sie dieselbe Einsamkeit erfährt. Ich als ihr großer Bruder würde alles dafür tun, dass sie glücklich ist. Das habe ich mir damals geschworen. Deswegen darf ich sie jetzt nicht im Stich lassen. Während Tankred sich also an die Fersen des Mamuljah heftet, müssen wir uns überlegen, wie wir selbst den Fluss hinabfahren sollen. Was ist mit deinem Boot? Sie haben also euer Punuti losgebunden und verscheucht, um euch die Verfolgung zu erschweren. Ja, das passt ins bisherige Bild. Als erstes sollten wir alle zusammenrufen. Könntest du deine Gefährten benachrichtigen? Verstanden.
Wir selbst sind unterwegs nach Viele Flammen. Treffen wir uns dort.